Hier ist er also, der Class Axiom 850 in der Muddy Edition. Er kommt von Ross, er ist, naja, ein bisschen limitiert, aber wir wissen nicht auf wie viele Stück. Kommen wir später nochmal zu. Und eigentlich wollte ich nur über das Modell ein Video machen. Doch dann kam in den letzten 2 Wochen die ein oder andere weitere Muddy Edition. Und die hat, naja, die hat meine Freude etwas getrübt. Kommen wir gleich zu. Aber der Titel verrät es eigentlich schon. Es kommt noch die Krone Big Pack. Einmal ohne Bell Collect und einmal mit Bell Collect in der verschmutzten Variante. Und es kommt der Coon Stronger. Oder die Coon Stronger Selbstverspritze. Auch in der verschmutzten Edition. Und als wäre das nicht genug, wurde noch ein Grubber angekündigt für Ende Mai. Und vermutlich, oder es ist gut möglich, kommt noch was. Und vielleicht noch was. Und naja, wenn wir mal vorne anfangen. Dann wurde ja Anfang April der hier angekündigt. Oder Ende März sogar, ich weiß es. Also ist lange her. Und da überwiegte die Vorfreude, weil der Axion ein super begehrtes Modell ist. Gerade der von Ross, der 850, beziehungsweise der 870, der als erstes von Class kam. Und der läuft in allen Varianten richtig gut. In der Stotz-Edition, in der Bollmer-Edition, in der klassischen Version. Da habe ich bestimmt schon 100 verkauft. Und in der jetzt dachte ich, cool, der wird genauso gut laufen. Läuft er auch. Und der Hintergrund für Ross, dachte ich zumindest, war einfach noch eine Edition zu bringen. Oder einfach mal was Neues zu probieren, nämlich was zu verschmutzen. Soweit, so gut. Das war also die Vorfreude dahingehend. Die letzten 2 Wochen, da wendet sich so ein bisschen das Blatt. Ich hole mal wieder ein weiteres Modell hier rein. Mit der Krone, ich weiß nicht so richtig. Also meine Sorge, sagen wir es so, die steht im Titel. Und ich bin eben sehr auf eure Meinung gespannt. Ich will mal meine Sorge begründen. Ich habe das Gefühl, dadurch, dass insbesondere der Coon Stronger nicht so der Kassenschlager ist und na, die Krone, die lief schon gut. Ich glaube, die haben aber echt hohe Produktionszahlen gehabt von beiden Varianten. Da habe ich halt die Vermutung, dass Ross irgendwie ihre Modelle an den Mann bringen will. Weil das Lager zu voll ist, weil sie zu viel produziert haben, weil zu viel im Zulauf ist, weiß der Geier was. Ich weiß es nicht. Ich habe keinen Kontakt zu Ross. Und ich unterstelle eigentlich auch ungern Dinge. Es ist eine Möglichkeit, die ich aber Ross nicht wünschen würde, weil das ist nicht cool. Auf der anderen Seite hat es den Vorteil, oder gerade für euch Kunden den Vorteil, dass, wenn es so wäre, das vielleicht auch den Preis erklärt. Weil alle Modelle, der 850 ein bisschen abgesehen, kommen eigentlich zu demselben Preis, wie auch das saubere Modell weggeht. Was ja rein wirtschaftlich wenig Sinn macht. Also für Ross. Wenn Ross die Krone für Betrag X produziert, für Betrag Y verkauft, dann möchte man ja jetzt denken, wenn zu Betrag X die Verschmutzung dazukommt, die sie bezahlen müssen, weil das macht eine andere Firma, das machen nicht sie intern, dann müsste ja Betrag Y um den Verschmutzungsbetrag Z nochmal teurer werden. Dem ist aber nicht so. Zumindest nicht bei der Kuhn und bei den Kronen. Kroneningen. Bei den Krone-Pressen. Das heißt, es unterstützt ein bisschen die These, dass sie die an den Mann bringen wollen. Und da dann vielleicht auf ein bisschen Gewinn verzichten. Wie gesagt, ich hoffe es nicht und ich weiß es nicht. So oder so, wenn wir mal von der Spekulation weggehen, können wir uns auch mal ein paar Fakten angucken. Wir haben also den Axion 850, um mal vorne anzufangen. Es ist das klassische 850er Modell. Und es kommt auch in dem stinknormalen Karton. Das hat einen Grund, denn
Es ist wirklich das ganz normale 850er Modell, was Ross schon da hatte. Und sie haben das saubere Modell zu einer Fachfirma geschickt, wen auch immer, die die Modelle verschmutzen sollten. Die haben also die Modelle ausgepackt, verschmutzt, wieder eingepackt. Das sieht man auch an den Verpackungen. Die sind jetzt natürlich doppelt geklebt, wenn sie das Klebeband nicht abgekriegt haben. Manche sind auch gut geklebt. Und sie sind tatsächlich schön verschmutzt. Zumindest der Axion. Bleibt mal erstmal bei dem Axion. Und das für einen, das hatte ich auch mal in einem Video erzählt, für einen guten Preis. Wie gesagt, bei dem Axion ist es nicht so, dass er genauso viel kostet wie die normale Version. Er kostet ein bisschen mehr. Es gibt keine richtige UVP. Also bei mir ist er mit 90 Euro fast am günstigsten, wenn ich so rumgucke. Manche verkaufen ihn für deutlich mehr. Das ist er dann auch nicht wert. Also 90 bis 100 Euro ist er wert. Ist ein cooles Modell. Aber mehr... Er ist handverschmutzt, ja. Aber er kommt nicht an eine wirkliche, wirklich Kleinserie ran. Oder an ein einzelverschmutztes Modell von einem, der das als Hobby macht. Es ist dann doch ein bisschen industriell angetouched. Also man sieht, es ist keine Schablone verbaut worden, es sieht wirklich jeder anders aus. Aber es ist eben so, dass gerade die großen Flächen relativ plump verschmutzt wurden. Also so eine leichte Staubschicht drüber gelegt wurde, was voll okay ist, es sieht richtig gut aus. Und für eine Herstellerverschmutzung ist es tipptopp geworden, da kannst du nicht meckern. Ich meine, er heißt Muddy Edition, also ich würde es mal mit Matsch übersetzen. Nach Matsch sieht er nicht aus, eher nach Staub. Was aber voll okay ist. Ja, tolles Modell. Wie gesagt, ist von der Firma händisch verschmutzt. Also so ein Mittelding zwischen industriell verschmutzt, per Schablone, einer nach dem anderen. Und wirklich eine Einzelverschmutzung. So, dementsprechend wissen wir auch die Limitierung nicht. Weil, naja, es lief so, dass kurz als Background, ich versuche mich kurz zu fassen, Ross hatte also die sauberen Modelle da, hat gesagt, hey Leute, wir könnten den so verschmutzen wie auf dem Bild hier. Das war das, mit dem jetzt immer geworben wurde. Sagt doch mal, wie viel ihr wollt. Dann haben alle Händler ihre Zahlen durchgegeben und dann hat Ross, wie viel Stück auch immer, zum Verschmutzer geschickt und der wurde verschmutzt. Das heißt, auf diese Anzahl plus eine Menge Rückhalt, denke ich, ist jetzt die Limitierung. So, die kennen wir jetzt nicht. Kleines Mysterium, kann gut oder schlecht sein. Auf jeden Fall ein tolles Modell, auch für den Preis. So, das, achso, fällt mir gerade noch ein. Apropos industrielle Verschmutzung. Der alte 850, den ich auch noch auf Lager habe, der ist jetzt wirklich schon ein paar Jahre alt, von Viking, der ist deutlich schlechter als der. Also der ist trotzdem cool, ist vor allem billiger, aber die Verschmutzung ist hier schon persönlicher, schon individueller, so rum. Perfekt, haben wir das auch geklärt. Das zum Axion. Gucken wir uns die Modelle kurz weiter an. Die Krone, die kommt, wie gesagt, zum Preis ganz, ganz, ganz minimal über dem sauberen Modell. Bei mir vielleicht sogar gleich teuer, bin ich mir gerade gar nicht sicher. Aber wirklich kaum Aufschlag. Und hier ist die Verschmutzung schon immer noch gut. Allerdings sagen böse Zungen, dass es eher ein bisschen verschmort aussieht als verdreckt. Ja. Ich finde an dem Axion, ich hatte die mal zusammen, wirkt schon harmonisch, sieht gut aus. Ja. Das trifft es ganz gut. Ist Geschmackssache. Die Preise sind ganz okay. Die Preise hatte ich ja erwähnt, dass die kaum über der sauberen Variante liegen. Und dafür ist es voll okay. Also wer das cool findet, der muss nicht super tief in die Tasche greifen. Und wem es nicht gefällt, dem gefällt es halt nicht. Gibt's mit Bell Collect, sieht genauso aus.
Und auch hier, keine Ahnung, wie die limitiert sind. Die hier, die ohne Bell Collect, da habe ich tatsächlich nur 2 bekommen. Warum auch immer. Also, keine Ahnung. Das heißt, eine ist schon weg, wenn das Video kommt. Wer weiß, ob die noch da ist. Ansonsten muss man auf die Bell Collect zurückgreifen. Ist an sich aber nach wie vor ein schönes Modell. Ja. Ist der Braunton etwas dunkel geworden. Dadurch sieht es etwas angeschmort aus. Und dann zuletzt, zumindest von den Modellen, die hier sind, die Krone. Och, die Krone. Die Kuhn Stronger Feldspritze. Sie sind vom Stil alle identisch verschmutzt, würde ich sagen. Die ist tatsächlich genauso teuer wie die saubere Variante. Und ja, gerade bei der, daher kam mein Gedanke, wirkt es ein bisschen so wie, Leute, wir müssen mal weniger von dem Ding im Lager haben. Vielleicht kauft es ja jemand, wenn sie verschmutzt ist. Keine Ahnung, ob es so ist, hatte ich ja am Anfang erwähnt. Ja, ich finde bei der hier, die sieht richtig cool aus. Also das ist jetzt nicht das Ding. Allerdings, auch wenn sie jetzt nicht super verschmutzt ist, finde ich, passt es nicht so gut zu der Selbstverspritze. Also die Räder sind cool geworden, die haben sie schön verschmutzt. Auch der Tank ist ganz cool, wobei ich mir denke, ich weiß nicht, ob der Tank so aussehen würde, wenn das Teil einen Tag lang auf dem Feld unterwegs ist. Also, bin ich mir nicht so richtig sicher. Es ist am Ende trotzdem optisch ganz nett. Ja. Und für den Preis, wie gesagt, ist es aber eine coole Sache. Also kostet genauso viel wie die saubere. Besser geht's ja nicht. Der die saubere will, kauft die saubere. Der die dreckige will, die dreckige. Und alle zahlen dasselbe. So müsste es immer sein. Aber ist schwierig umzusetzen. Warum es jetzt bei der Stronger geklappt hat, keine Ahnung. So. Und dann, um auf die Frage im Titel einzugehen, oder um die Frage an euch zu stellen. Was denkt ihr denn, was der Hintergrund für die ganzen Muddy Editions gerade ist? Also ich kann es mir nicht erklären, so richtig. Option 1 ist eigentlich, Ross hat jetzt einen Partner gefunden, der die verschmutzt. Und beide Seiten haben Bock drauf. Und dann schiebt Ross halt ein paar Modelle rüber. Und im Prinzip haben beide Seiten davon was, weil Ross normalerweise mehr davon verkauft, von dem normalen Modell. Und der Verschmutzer sowieso, der freut sich, weil er Aufträge hat. Option 2, die habe ich ja jetzt mehrfach besprochen, wäre, dass sie ihr Lager aufräumen wollen. Ich weiß es nicht. Ich bin auf eure Meinung gespannt. Sie laufen übrigens alle ganz okay. Der Aktion läuft hervorragend. Also eigentlich ist es so wie die sauberen Modelle auch. Also da lief der Aktion auch super. Hier läuft er auch super. Und die laufen okay und laufen auch verschmutzt okay. Also ist echt, es ist jetzt nicht so, dass die Verschmutzten, gerade von den Varianten, dass die aus den Händen gerissen werden. Das schon eher beim Axion. So, das soll es gewesen sein. Wenn euch ein, vermutlich eher der Axion, im Detail interessiert, gucken wir uns den auch noch an. Also das können wir gerne machen, könnt ihr kommentieren. Ansonsten soll es das erstmal gewesen sein. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und genießt die freie Zeit. Ciao!